Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen World of Warcraft Mount Guide auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Tiny. Heute geht es um das Mount Silberwindlarion. Wir sitzen auch schon auf dem Gutsten drauf. Was müssen wir machen, um ihn zu bekommen? Und zwar müsst ihr erstmal auf der Stufe 60 sein, sonst geht das Ganze nicht. Und dann müssen wir in der Bastion, in der Open World, inklusive der beiden Dungeons, 50 Kristalle sammeln. 50 Kristalle hört sich nach einer Menge an und ich kann euch sagen, ja, das ist es auch. Kleiner Hinweis an der Stelle nochmal vorab, wenn ihr den Kristall sammelt mit einem Charakter, zählt das Ganze accountweit. Das heißt, wenn ihr da irgendwie mit einem Twink zum Beispiel irgendwo vorbeikommt und einen Kristall sieht, könnt ihr den direkt sammeln, der zählt für alle. Ja, des Weiteren möchte ich noch erwähnen, dass alle Waypoints für TomTom unten in der Videobeschreibung stehen. Ansonsten kann ich euch auch noch empfehlen, das Add-on Handy Notes mit der Applikation Handy Notes Shadowlands. Da habt ihr halt die Möglichkeit, das Ganze euch per Add-on anzeigen zu lassen. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da könnt ihr dann hier auf das Handy Notes Symbol klicken und die Splitter entsprechend anklicken. Ich habe jetzt natürlich alle abgefarmt, deswegen werden die mir hier nicht mehr angezeigt. Aber das nur noch mal so als kleiner Tipp. Ja, ich habe für das Mount 3,5 Stunden insgesamt gebraucht. Und jetzt schauen wir uns im nachfolgenden Video an, wo die ganzen Splitter sind und was wir am Ende noch kurz dafür machen müssen. Und schon befinden wir uns an dem ersten Kristall, der unter einer Brücke versteckt ist. Wir befinden uns hier unten an der Map. Um da jetzt mal rüber zu kommen. Dank. Weil ist das natürlich gar nicht so kompliziert. Und jetzt müssen wir mal schauen, müsste der hier irgendwo rumliegen. Ah ja, hier haben wir ihn auch schon. So sehen diese Kristalle aus. Und davon müssen wir jetzt ganze 50 Stück sammeln. Der zweite Kristall befindet sich auf einem Wasserfall. Damit wir da hinkommen, bin ich jetzt einmal hier komplett links herum gelaufen. Dann von oben ran, weil ich habe hier irgendwie keinen Weg gefunden, da ranzukommen. Aber jetzt springen wir da einfach mal runter. Zweiten Kristall ein. Nun sind wir am dritten Kristall angekommen, der tatsächlich sehr versteckt ist. Der befindet sich hier, wenn man am ersten Flugpunkt ankommt, gleich hier in diese Zitadelle, hier oben drauf. Wie bin ich da hingekommen? Ich bin hier einmal ringsherum gelaufen, hier auf dieser Anhöhe und dann hier rüber gesprungen. Ich habe circa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich jetzt endlich mal hier hoch geschafft habe. Also verzweifelt da bitte nicht. Der vierte Kristall befindet sich hier direkt über dem Wasser, über dem oder an dem Wasserfall, der hier in so einer kleinen Bucht drin ist. Und weiter geht's zu Kristall Nummer 5. Kristallsplitter Nummer 5 befindet sich gleich neben den von eben unter einer Brücke hier im Wasser. Auch schon. Kristallsplitter 6 befindet sich hier auf einer Säule, wo man auch wieder versuchen muss, ranzuspringen. Splitter Nummer 7 befindet sich hier über dieser Kammer. So, einmal herum. Und wenn wir hier einmal rumgelaufen sind, da unten sehen wir ihn schon. Splitter Nummer 8 befindet sich hier ganz am Außen oder ganz außen am Rand unter einem Steinchen. Da haben wir ihn. Und weiter geht's zum nächsten. Splitter Nummer 9 befindet sich hier auch ein am Wasserfall. Ist auch etwas. Aber auch dieser ist unserer. Splitter Nummer 10 befindet sich an einer Wasserkonstruktion, die hier hinter der Wand versteckt ist. Wenn wir jetzt die Kamera mal drehen, sehen wir das Ganze. Hier ist der Splitter versteckt. Auch hier müssen wir einfach wieder drauf springen. Mit ein bisschen Geschick sollte das auch relativ einfach funktionieren. Na, nicht mal. Egal. Auch so klappt es. Und wir haben den nächsten Splitter.
Splitter Nummer 11 wird ein etwas kniffliger. Dieser befindet sich hier hinten, ja, auf dieser Spitze. Hier ist nämlich das Besondere, dass hier nur Elite-Gegner sind. Ich habe mich jetzt auch einmal hersterben lassen, von daher, ja. Solltet ihr da auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Ansonsten alternativ, ich weiß auch, dass es hier eine Weltquest gibt. Gestern war ich hier nämlich mit der Weltquest oben. Ja, da wusste ich aber nicht, dass ihr den Splitter habt. Da habe ich heute nämlich erst nachgeschaut. Deswegen laufen wir jetzt hier einfach nochmal hoch. Und hier hinten oben bei der Säule müsste er irgendwo versteckt sein. So. Gucken, was da war, aber nicht runterfallen. Ui. Hier nicht im Licht. So. So, damit haben wir auch den Splitter Nummer 11. Splitter Nummer 12 befindet sich hinter einer Treppe. Warum? Mehr für euch auf. Und hier sollte eigentlich voll sein. Genau. Hier noch so einen nervigen Mob. Mal schnell umhauen. Und damit haben wir den nächsten Kristall. Splitter Nummer 13 befindet sich hier an dieser Locke. Splitter Nummer 14 befindet sich hier auf diesem Torbogen. Dazu müssen wir einmal um raufklettern, was auch sehr sportlich ist, vor allen Dingen als Gnom. So, nochmal über die andere Kante und hier, jetzt wird es interessant. Müssen wir den richtigen Winkel treffen. Rutschen einmal runter und haben den nächsten Kristall. Der nächste Kristall befindet sich hinter uns auf dieser Holzkonstruktion. Dazu rennen wir hier einmal Hügel hoch. Und versuchen jetzt genau auf den Balken zu springen. Oder natürlich nicht. Sondern so. Und hier würde jetzt der Kristall stehen. Den hatte ich schon eingesammelt, deswegen sehen wir den nicht mehr. Aber genau hier. Splitter Nummer 16 befindet sich hier unter einer kleinen Anhöhe bei Epistasia. Mal genau hier. Jetzt mal jetzt wieder ein bisschen. Nimm den langsamen Fall. Und komm genau auf die Spitze. Kristallsplitter Nummer 17 befindet sich im Heldenrass in der Bastion und zwar ist der hier genau auf der Spitze ein bisschen versteckt. Habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich den gefunden hatte. Runterfallen. Hier haben wir ihn. Kristall Nummer 18 macht es uns diesmal etwas einfacher. Wir nutzen einfach das Anima-Portal von der Plattform oben. Dann müssen wir jetzt hier runterspringen. Und hier ist schon der nächste Kristall. Für Kristall Nummer 19 müssen wir nur leicht neben die Plattform einmal den Berg so ein Stück hinunter. Einmal der Bergklippe entlang klettern. Dann hier einmal runterspringen. Langlaufen. Eine Kante. Würde jetzt hier der Kristall stehen. Den habe ich eben schon mal eingesammelt aus Versehen. Und ja, die auch. Egal, jetzt haben wir den nächsten Kristall. Weiter geht's. Splitter Nummer 20 ist wieder ein schönes Geschicklichkeitsspiel. Dieser befindet sich hier oben auf der Säule, ja, wo wir jetzt wieder versuchen müssen, raufzuspringen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Ich werde immer bloß bis davor kommen. Und von hier aus bekomme ich ihn leider nicht angeklickt. Also versucht es, ist gar nicht so einfach. Nach einigen Versuchen hatten wir dann auch Splitter 20 eingesammelt. Ja, Splitter 21 ist jetzt schon wieder etwas leichter. Der befindet sich ziemlich, ja, nebenan quasi auf so einer Säule hier. Da können wir einfach hochlaufen. Okay, gar nicht schlimm. Und somit haben wir Splitter 21. Splitter 22 befindet sich hier am Ende des Baumes. Da brauchen wir bloß einmal entspannt ranlaufen. Kein Hin- und Hergehopse. Einsammeln und fertig. Splitter 23 finden wir auf der Terrasse der inneren Anmut. Und zwar hier auf der oberen Ebene. In einem Bücherregal, also auch wieder ein entspannter Split. Splitter Nummer 24 befindet sich ganz im Osten der Bastion. Wir haben hier einen Vorsprung und unter dem Vorsprung, ja, gibt es mal wieder eine kleine Anhöhe, wo man nochmal landen kann. Wir versuchen natürlich, tschüss, wieder drauf zu kommen, haben es geschafft und haben somit später Splitter Nummer 24 eingesammelt. Splitter Nummer 5 befindet sich hier oben. Da brauchen wir auch nicht viel machen. Ihr müsst euch hier bloß ein bisschen durchfalten.
und dann einmal hier schräg unter die Plattform laufen. Und da haben wir den nächsten Splitter. Für Splitter Nummer 26 müssen wir einmal in die Halle der Bestien rein. Diese befindet sich hier. Und dann, ja, einmal hinten durch in den rechten Tunnel einmal nehmen. Sehr gut, dass hier jemand gerade wegpult. Weil ich nämlich eben schon mal drin habe, ein bisschen geklärt, aber die spawnen so schnell nach. Ja, dann laufen wir hier hinten einmal durch. Haben wir hier hinten diese Kisten stehen. Und auf den Kistenstapel dahinter verbirgt sich der nächste Splitter Nummer 27. Ja, verlangt wieder einiges von uns ab. Dieser befindet sich hier auf einer Säule, wo wir mal wieder drauf springen müssen. Ich habe jetzt schon einiges versucht. Ich glaube, das Beste ist tatsächlich von hier oben durch die Blume durch. Ja, ich wünsche euch Glück, dass ihr den Splitter schnell bekommt und schnell auf der Säule landet. Ja, ca. 36 Versuche habe ich gebraucht, um Kristall 27 zu bekommen. Mich würde mal interessieren, wie viel ihr dafür gebraucht habt. Ihr könnt es immer unten in die Kommentare schreiben. Kommen wir zu Kristall Nummer 28. Dieser befindet sich hier unter der Brücke auf den Stein. Da mache ich es mir natürlich als Mage wieder einfach, gebe mir langsam einen Fall und springe da einfach rüber. Sollte man natürlich weit genug springen. Das war nichts, aber wir können hier unten einfach drüber hüpfen. So, und schon sind wir auch am Kristall. Das ist zu weit entfernt. Damit haben wir Kristall Nummer 28. Ja, was wäre diese Kristalljagd nicht ohne Kristalle auf irgendwelchen Säulen? Somit haben wir also mal wieder ein Kristall auf einer Säule drauf. Ich glaube aber diesmal ist das nicht ganz so schwer darüber zu kommen. Ich hab's da relativ entspannt. Und komme da beim ersten Anlauf einmal rüber und habe somit Kristall Nummer 29. Kristall Nummer 30 ist mal wieder eine einfache Nummer. Dieser befindet sich beim Dungeon-Eingang Spitzen des Aufstiegs. Und ja, da müssen wir einmal bloß gerade zu rechts quasi den Dude vorbei. Hier auf dem Tisch liegt der nächste Kristall. Splitter Nummer 31, ja, befindet sich hier oben bei dieser Schatztruhe. Hier an der Seite könnt ihr so einen kleinen Weg euch lang sneaken, wo wir dann hier unten die Schatztruhe hätten. Und hier oben auf der kleinen Anhöhe ist dann der nächste Splitter. Ja, der nächste Splitter hält wieder eine kleine Überraschung bereit. Der behält sich oder versteckt sich nämlich hier ziemlich weit unten außerhalb, ja, des Maps-Bereichs irgendwie. Und wir versuchen jetzt hier einmal runter. Versucht nicht direkt drauf zu springen, weil hier hatte ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich meistens wieder hochteleportiert wurde. Aber so konnten wir uns jetzt einfach den Splitter. Splitter Nummer 33, ja, befindet sich ziemlich im Norden in einer Höhle. Da brauchen wir bloß einmal reingehen. Und auf der linken Seite finden wir dann hier hinter den Festern den nächsten. Nach einiger Tortur haben wir Kristall 34 erreicht. Dieser befindet sich hier oben. Ja, ich bin jetzt von hier drüben hier rüber gekommen mit einem Gleiter. Und hier den Kristall einsammeln. Kristall Nummer 35 ist auf einen Felsvorsprung versteckt. Wir befinden uns gerade auf den Koordinaten 45, 24. Von hier aus können wir nämlich den Band über den Felsvorsprung rennen. Hat natürlich hier mal Vorteile, wenn man klein ist, passt man hier gut durch. Rüber. Wichtig dabei, nicht runterfallen. Immer weiterlaufen. Und da sehen wir ihn auch schon. Kristall Nummer 35 ist somit unser. Kristall Nummer 36 ist wieder etwas versteckt. Wir befinden uns hier oben gerade an dieser Plattform zum Teleportieren, oben auf diese Schwebeldingsbums, was auch immer das ist. Hier laufen wir an der Seite jetzt einmal hoch. Machen eine scharfe Kurve. Und laufen dann einmal zum Vorsprung, weil der hier wieder zum Weg vorne zeigt. Und da haben wir ihn auch schon. Splitter Nummer 37 befindet sich hier oben auf einem Wasserfall oder über einem Wasserfall. Ja, um da hinzukommen, müssen wir auch mal wieder einen kleinen Umweg nehmen.
Jetzt hatte ich es eine Zeit lang hier versucht, irgendwie rüber zu springen, aber ja, das wird irgendwie alles nichts. Daher bin ich dann mal etwas weiter umgeritten. Das hat mal geguckt, wo es hier noch eventuell eine Möglichkeit gibt. Und tatsächlich, wenn wir jetzt hier einmal hinten rumlaufen, die Treppe hinauf, haben wir die Möglichkeit, eine Schafe links zu ziehen. Und hier hinter dem Friedhof können wir dann einmal rumherumlaufen, dass wir nach vorne zu dem Wasserfall kommen. So, und schon sind wir bei dem guten Kristall und auch dieser gehört uns. Wir kommen langsam dem Ende näher. Blitter Nummer 38 wartet auf uns. Wir sind hier am Flugpunkt Waisenhafen. Von da aus hier einmal die Treppe ein Stück hoch und über die Klippe einmal rübergelaufen. Und schon haben wir hier den nächsten Kristall. Für Splitter Nummer 39 müssen wir mal wieder etwas kraxeln gehen. Ja, von oben kommen wir dann nämlich leichter ran. Dieser befindet sich nämlich hier unten auf dem Pavillon. Ja, und von hier oben brauchen wir da einfach bloß drauf springen. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, wir fahren jetzt nicht durch. Ja gut. Und schon haben wir den 39. Splitter. Weiter geht's mit der Nummer 40. Splitter Nummer 40 ist auch wieder einfach zu erreichen. Ja, wir befinden uns hier oben. Dazu müssen wir jetzt hier einmal auf den kleinen schmalen Vorsprung kommen. Sips, einmal hier rüber. Und hier auf der Ecke ist auch schon. Für Splitter Nummer 41, ja, befinden wir uns am See. Und wir müssen einmal abtauchen. Auf dem Grunde des Sees finden wir eine Statue. Und ja, an der Statue hier unten ist der Splitter versteckt. Der nächste Splitter ist wieder etwas gemeiner. Der befindet sich hier vorne auf einem Torbogen. Rennt erstmal am besten durch den Torbogen durch. Dann kommt er hier vorne einmal raus. Ja, dann einmal an den ganzen Elite-Mobs einfach vorbeirennen am besten irgendwie. Und einmal ringsherum kommt ihr hier hinten die Klippe denn hoch. Und hier hinten an der Klippe einfach weitergelaufen. Kommen wir dann nach vorne, oberhalb des Torbogens, wo auch schon der nächste Kristall auf uns wartet. Ups. Ah, da drüben, da leuchtet er schon. Da springen wir einfach auf den Bogen drauf. Können wir einfach rüberklettern. Gar kein Aufwand. So, und damit haben wir auch nicht den Kristall. Und damit haben wir Kristall 42. Splitter Nummer 43 stellt sich mal wieder als Herausforderung dar. Wir befinden uns immer noch in der Zitadelle der Loyalität, wo alles voller Elite-Monster ist, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht. Und als besonderes Extra haben wir natürlich den Kristall mal wieder auf einer Säule. Ich würde euch empfehlen, geht über die Plattform drüber. Ihr könnt dahinter, ja, einmal nach, also quasi unter drunter, unter die Plattform kommen. Und hier ist so ein kleiner Zipfel. An diesem Zipfel, wenn wir da runterschauen, befindet sich der Kristall. Ja, den geht es zu sammeln. Ich habe schon diverse Versuche hier gebraucht und komme einfach nicht dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück beim Farmen. ich werde jetzt noch ein paar Versuche machen, aber das ohne Aufnahme. Ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Ja, nachdem ich der Kristall Nummer 43 zur Weißflut gebracht hat, habe ich es dann irgendwann mal geschafft, nach etlichen Versuchen. Und jetzt sind wir bei Kristall Nummer 44, der ist etwas höher auf einer Plattform, ja, hinter den Fässern. Achso, die Map machen wir natürlich wieder mit auf. Ah, hier oben. Und nun geht's los zum letzten Kristall. Ja, und für den letzten Kristall, den wir in der Bastion suchen müssen, müssen wir hier oben einmal nochmal durchlaufen. Ihr lauft da durch einen Tunnel durch, geradezu. Nicht erschrecken, hier steht ein Riesen-Rare. Ich habe den jetzt nicht umgehauen, ich bin einfach halt mit der Unsichtbarkeit dann durchgelaufen. Und hier im Bücherregal ist Kristall Nummer 50. Und damit müssen wir jetzt noch die zwei Dungeons laufen. Und dann haben wir alle 50 Kristalle zusammen. Der erste Splitter, der sich in den Spitzen des Aufstiegs befindet, ist hinter dem ersten Boss. Und zwar hier hinten, hinter dem Stuhl. Den einfach angeklickt. Ich mache den jetzt nochmal für die Gruppe. Und ja, weiter geht's. Der nächste Kristall befindet sich hinter, ja, der Säule, hinter dem zweiten Boss. Eingesammelt. Ach, natürlich bin ich aufgekommen.
So, und damit haben wir auch den zweiten Kristall aus der Dungeon. Weiter geht's zum dritten. Der nächste Kristall und der dritte und somit letzte aus der Dungeon befindet sich ja nach dem dritten Boss direkt auf der Spitze, ja, bevor er dann nach oben fliegt. Somit haben wir die drei aus der Dungeon gesammelt. Ja, müssen wir noch die andere Dungeon und dann haben wir alle 50 Kristalle zusammen. Nun sind wir in der nekrotischen Schneise. Wir sind kurz hinter dem ersten Boss. Wenn wir hier etwas links hochlaufen, finden wir hier dann den Kristall Nummer 49. Somit fehlt uns jetzt nur noch einer und ja, den gibt es hier hinten. Da müssen wir noch ein Stückchen laufen. Gucken wir uns also auch nochmal. So, und nun haben wir den letzten Kristall gefunden. Dieser befindet sich hier ganz auf der Spitze. Wenn wir hier ein bisschen rausklettern, können wir den hier einmal aktivieren. Und damit haben wir die Splitterpartie einmal abgeschlossen. Ja, wir müssen noch ein, zwei Sachen machen. Das schauen wir uns jetzt an. Nachdem wir nun alle 50 Splitter gesammelt haben, haben wir noch einen kleinen Erfolg gehalten. Und ja, müssen jetzt noch einmal zu einem Schmied. Dieser befindet sich einmal hier oben an der Dungeon erneut. Bei den Koordinaten 59, 31. Ja, der lässt sich auch tatsächlich erst interagieren, wenn wir die 50 Splitter gesammelt haben. Die geben wir quasi bei ihm ab. Und es dauert einen kleinen Moment und er schmiedet uns daraus etwas. Es war ein Hammer. Und mit diesem Hammer können wir jetzt eine Glocke läuten. Und bei der Glocke sehen wir uns gleich wieder. Nun sind wir endlich am letzten Step angekommen. Wir befinden uns im Schrein des Silberwinds. Ja, dieser befindet sich bei den Koordinaten 36, 26. Das ist auch nochmal hier oben. Wir haben ja den Hammer erfolgreich erhalten. Hier ist der. Und mit diesem Hammer brauchen wir jetzt hier nur noch einmal die Glocke schlagen. Es dauert einen kleinen Moment. Hier kommt er angeflogen. Damit können wir die Kiste looten und erhalten das Mount. Da drauf. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch wie immer der Guide gefallen hat. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr unten einmal auf Like klickt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch einmal auf Subscribe, damit ihr demnächst kein Video mehr verpasst. Macht's gut, bis dahin, haut da rein!